sein darf, bei so einem schönen Geburtstag. Ja, da freue ich mich sehr. Du hast gerade gesagt, mein Ehrgeiz wurde geweckt, ne, durch diesen Erfolg. Ich sehe das nämlich gar nicht so, dass ich Erfolg habe. Ich sehe das auch gar nicht so, dass der Ehrgeiz geweckt wurde. Als ich mich so politisch auf den Weg machte, da hatte ich das Gefühl, und das ist eigentlich passiert, plötzlich habe ich Werkzeug in der Hand. Also mein Erlebnis war, endlich Werkzeug. Ich war ja eine Bürgerin. Ich war eine Bürgerin der ohnmächtigen Art, kann ich jetzt mal sagen. Ja, ich habe Dinge gesehen, erlebt und dachte, oh Gott, so geht es nicht. Ich bin Tagesmutter in Mecklenburg-Vorpommern. Ein kleiner Kindergarten mit einer Kollegin zusammen, maximal 10 Kinder. Ich würde sagen, nahezu paradiesische Zustände auf dem Dorf. Von der Wirklichkeit her paradiesische Zustände für die Kinder. Für mich ein wunderschöner Arbeitsplatz, die Eltern glücklich, die Kinder. Einfach schön. Was sehr schwierig war, war immer meine finanzielle Situation. Ein Dorf mit 50 Leuten, im nächsten Dorf wohnen 30, im übernächsten 20, dazwischen ein Riesenacker, enorme Abwanderung. Also es war immer sehr ungewiss. Und wie viele Kinder kommen nächstes Jahr? Ich hatte immer so die Existenzangst im Nacken. Wenn zu wenige kommen, ja, kann ich Hartz IV beantragen. Hartz IV beantragen heißt, womöglich aus der Wohnung ausziehen, in der ich lebe, mit eigenen Kindern, weil sie ein bisschen zu groß ist. Und ich habe gemerkt, wie diese Sorgen, wie geht es denn weiter? Kann mein kleines Unternehmen da bestehen auf diesem großen Acker in Mecklenburg-Vorpommern? Wie diese Sorgen mich lähmen? Wie diese Sorgen Kraft wegziehen von dem, was ich tun möchte? Und bin aber in diesem Gefühl der Ohnmacht. Ich sitze hier auf dem Acker und wundere mich über die Politik und über die Welt, wie das so läuft. Warum läuft es nicht besser? Hat aber immer genug zu tun, ne? Mit den eigenen Kindern, mit der Arbeit. Und dann bin ich mal, im Internet habe ich auch sehr wenig gemacht, und 2006 bin ich mal so durchspaziert und bin auf eine goldene Postkarte gestoßen, also im Internet eine Karte, in echt ist es eine Postkarte. Da stand mit weißer Schrift drauf, und das war das Erste, was ich sah, was würden Sie arbeiten, wenn für Ihr Einkommen gesorgt wäre? Das hat mich getroffen. Das hat mich einfach getroffen, diese Karte. Wer sorgt für mein Einkommen? Ich sorge für mein Einkommen. Mit diesem ganzen Stress, den ich Ihnen da kurz beschreiben wollte. Also wer sorgt für mein Einkommen? Dann konnte ich diese Karte im Internet auch umdrehen, das ist mir technisch gelungen. Und dann bin ich auf diesen Kulturimpuls, bedingungsloses Grundeinkommen von allen für alle gestoßen. Und das war in mir so ein Erlebnis wie Licht am Ende des Tunnels. Eine Idee, wo sofort das Denken losgeht. Grundeinkommen, was heißt das? Was bedeutet das für mich? 1000 Fragen, Gedanken. Wer sorgt? Wie soll das gehen? Wie ist das gedacht? Was bedeutet das für mein Leben? Der Druck wäre weg. Das war sofort klar. Der Druck ist weg. Und ich habe gemerkt, die Idee fühlt sich gut an. Die fühlt sich einfach gut an. Ja, aber man kann ja eh nichts machen, ne? Und die Idee hat mich so gefreut, weil aus der Politik habe ich ja immer nur diesen Satz gehört. Also heute würde man sagen, ein alternativloser Satz, so erschien er mir. Wir müssen wieder Vollbeschäftigung erreichen. Und ich bin da nicht so tief eingestiegen, überhaupt in die Politik, aber ich dachte, so ein dummer Satz. Ja? Also wenn ich so einen Satz würde ich nie zu meinem Lebensmotto machen. Wenn ich eine Arbeit erledigt habe, dann freue ich mich, dass ich sie getan habe und dass ich wieder Zeit habe, mich einer neuen, wirklichen Aufgabe zuzuwenden. Aber ich würde doch nicht dafür sorgen, dass mir die Arbeit nicht ausgeht, so als Zweck an sich. Ja? Also ich würde doch nicht sagen, Nachbarn, bringt auch noch das Geschirr, mein Abwaschwerk wird kleiner. Ja? Also ich muss mir Arbeit sichern. Nein. Also auf die Idee würde ich nicht kommen. Und darum fand ich auch gesamt
gesellschaftlich diesen Satz so dumm. Wir arbeiten ja, wir rationalisieren, wir automatisieren in meinem naiven Verständnis, damit es leichter wird, das Leben. Damit ich mich anderen Dingen zuwenden kann, damit ich mich um meine Kinder kümmern kann, damit ich mich um die Umwelt kümmern kann oder was auch immer mir wichtig erscheint. Für eine wirkliche Aufgabe habe ich dann Freiraum. Wenn für das Essen, für das Schlafen und für die Grundbedürfnisse gesorgt sind. Und das haben wir jetzt eigentlich gesellschaftlich geschafft. Für die Grundbedürfnisse ist durch ungeheure Arbeit und durch Glück und durch Kraft ist gesorgt. Durch immer mehr Maschinen. Und wir könnten uns Aufgaben zuwenden. Das habe ich schon immer so geahnt. Also das wieder Vollbeschäftigung, das unterschreibe ich nicht. Das möchte ich nicht. Das finde ich sogar unlogisch. Und dann kam dieses Grundeinkommen und beantwortet ja, diese Frage. Aber was immer noch geblieben ist, ist, aber ich kann ja nichts machen. Ich kann ja nichts machen. Ich alleine auf dem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern, nicht fit im Internet und ja, um Leute zu treffen, das ist eine größere Aktion. Weil die Wege sind sehr weit. Dann ist aber was passiert. Ich bin ja Tagesmutter und 2008 hat sich Frau von der Leyen überlegt, die Besteuerung der Tagesmütter zu ändern. Nicht zum Besseren für mich. Und das bedeutete, jetzt habe ich noch mehr Bürokratiestress, womöglich weniger Geld, Nachteile. Und da es ja eh schon so eng war, da bin ich irgendwie wütend geworden und habe gedacht, nee, also wenn diese schöne Arbeit jetzt noch schwieriger wird, dann fällt mir das noch schwerer. Ich verstehe das jetzt einfach nicht, was die da machen. Wieso gibt es diese neue Regelung? Ich verstehe es nicht. Und dachte, und das war so eine Art demokratisches Erwachen von mir, jetzt langt es. Ich mache mich auf den Weg. Ich versuche rauszukriegen, wer hat sich das ausgedacht und warum. Weil ich finde es nicht gut, was da passiert ist. Und dann habe ich angerufen bei Leuten, die ich bei der letzten Bundestagswahl gewählt habe für meinen Wahlkreis. Das war dann Erwin Sellering, der Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, von der SPD. Und der hatte dann auch noch eine Bürgersprechstunde. Und dann sagte die Mitarbeiterin, können Sie ja hinfahren mit Ihrem Anliegen. Bin ich 70 Kilometer über Land gefahren, um zu dieser Bürgersprechstunde zu kommen. Bei uns muss man immer weit fahren in Mecklenburg-Vorpommern. Und dann saß ich da, wurde abgefertigt und er sagte, freuen Sie sich doch, wir verbessern gerade die Arbeitsbedingungen von Tagesmüttern. Dann habe ich gemeint, also mit einer Lohnkürzung das zu beginnen, das finde ich nicht so gut. Und ich fühlte mich ja irgendwie abgefertigt. Und die Mitarbeiterin, mit der ich auch im Vorfeld informiert hatte, die sagte, die hat das irgendwie gesehen, dass ich dachte, was war denn das jetzt? Das war keine Antwort. Ich habe keine Information bekommen, warum gibt es das Gesetz, es waren Floskeln. Und ich glaube, ich habe ihr ein bisschen leid getan. Und dann hat sie gesagt, Sie können ja auch eine Petition stellen. Aha. Wieder zu Hause, 70 Kilometer wieder nach Hause gefahren, habe ich geschaut, wie das geht mit der Petition. Und wollte und habe auch es rausbekommen, habe meine Tagesmutter-Petition gestellt. Und dann dachte ich, und dann kam wieder, 2 Jahre später, nach diesem ersten Kontakt mit dem Grundeinkommen, da fiel mir diese Idee wieder ein und dachte, Mensch, es ist doch die viel bessere Idee. Die regelt ja unser Zusammenleben anders. Die nimmt meine Existenzangst weg, aber auch von allen anderen. Das ist mir die liebere Lösung, als jetzt so für mein Eigeninteresse so zu kämpfen. Ich habe dann beide Petitionen gemacht. Der Deutsche Bundestag hat die Tagesmutter-Petition nicht angenommen, die Grundeinkommenspetition schon. Und ich bin davor noch nach Bayern, nach Hause gefahren, habe meine Eltern besucht, habe erzählt, ja, ich habe jetzt eine Petition gestellt. Ja, sagte meine Mutter, es ist ja schon ein gutes Thema, das Grundeinkommen, aber wir können doch eh nichts machen. Wir, einer, was soll denn einer schon machen? Ich habe gesagt, ja, aber ich habe das halt jetzt mal gemacht. Bin ich wieder nach Hause gefahren, habe dann geschaut, die steht jetzt im Internet, also ich habe einen Brief bekommen, die ist angenommen. Und dann habe ich dann erst begriffen, andere können mit unterschreiben.
Ah, die können mit unterschreiben. Und es waren schon 50. 50, die ich nicht kenne. Ja, die ich überhaupt nicht kenne. Und dann war da nochmal so ein Schritt nötig. Es haben dann, da gab es ein Forum bei dieser Petition, bei der Online-Petition auf Seiten des Bundestages. Und da hat mich jemand angepupst. Wer ist denn das, der da mit dem Modell von Götz Werner so vorprescht? Mit diesem Grundeinkommen und Konsumsteuer. Und ich dachte, ich wollte doch jetzt gar nichts falsch machen. Ich habe jetzt eigentlich nur ein Recht wahrgenommen und dann habe ich so gesagt, ich war's. Ja. Und habe mich zu meiner Tat bekannt. Das war ein Schritt für mich, zu sagen, ja, ich habe das gemacht mit dieser Petition. Und ich wollte das machen, ich habe es getan. Und wenn es nicht richtig war, ja gut, anders konnte ich es nicht. Ich habe so gemacht, wie ich es für richtig gefunden habe. Und anscheinend habe ich einen Nerv getroffen. Und ein gewaltiges Bedürfnis von ganz vielen Bürgern, sich politisch zu artikulieren. Weil binnen Wochen, 2, 3 Wochen, stieg das so an, die Anzahl der Mitunterzeichner, dass eben der Server des Bundestages zusammengebrochen ist. Ein Freund hat gesagt, auf so viel Demokratie ist der Bundestag gar nicht eingestellt. So war das gar nicht gedacht, ja, mit diesen Petitionen. Und der Bundestag hat dann gesagt, ja, unser Fehler, das hat noch nicht so gut funktioniert, dieses neue Online-System. Ihre Petition, Frau Wiest, wird auf jeden Fall angehört. Auf jeden Fall. Ja gut, ich dachte, gut, jetzt ist es Februar, März, wird ja wohl bald kommen. Ich habe den schon mal meine Termine, weil ich denn noch Zeit habe. Ja, ich dachte, den muss ich jetzt mal ansagen, weil sonst kann ich ja am Ende nicht. Und dann habe ich gesagt, nein, also vor der Wahl 2009 im Herbst, ja, das war Frühling, da machen wir gar nichts mehr. So ein heißes Eisen wie das Grundeinkommen fasst keiner an. So ein heißes Eisen. Ein heißes Eisen ist doch nichts, was man nur so fallen lässt, sondern eigentlich kann man es nehmen und schmieden. Und dann habe ich irgendwie begriffen, die ticken anders als ich. A, hören sie erstaunlich früh zum Arbeiten auf, wenn es um den Machterhalt geht oder um das eigene wiedergewählt werden. Da dachte ich, so könnte ich nicht arbeiten in meinem Beruf, ne? Dass ich sage, jetzt kommt irgendwas, ich mache jetzt gar nichts mehr anderes. Also das ist, dachte ich, nee, also ich möchte eigentlich nicht, dass mein Bundestag so arbeitet. Finde ich nicht gut. Haben wir nicht gut eingerichtet, wir Bürger. Und dann war eben auch der Effekt, dass diese Leute, die unterschrieben haben, die haben gesagt, naja, ist ja wie immer, ne? Die sitzen das jetzt aus und es passiert wieder nichts, das erkennen wir ja schon, ne? Wegen der Wahl diesmal, gibt immer einen Grund. Und dann, ich war irgendwie in Fahrt, ne? Also es war nicht Ehrgeiz, sondern das war, ich habe einfach erlebt, ich kann ja doch was machen. Ich kann ja doch was machen, ich Einzelne. Und dann dachte ich, wegen der Wahl geht jetzt politisch nichts mehr voran. Ist ja absurd, oder? Aha. Also die Wahl. Ich dachte, Mensch, dann mache ich ja bei der Wahl einfach mal mit. Wie geht denn das überhaupt mit der Wahl? Partei bin ich nicht. Und dann habe ich rausbekommen und habe dann einen Blog im Internet angefangen, also wo ich so schreibe, was ich tue. Und dann habe ich geschrieben, wie geht das mit der Wahl? Direkt an Gebrauchsanleitung, Direktkandidatur. Ich habe mich als parteifreie Direktkandidatin beworben und habe das Thema dadurch in der Region, wo ich lebe, Greifswald da oben, einfach bekannt gemacht. Ich habe 1,2% der Erststimmen bekommen und habe einfach eine politische Aktion gemacht. Danach gab es immer noch keine Anhörung, noch ein ganzes Jahr nicht. 2010 war ich dann im Bundestag, Ende 2010 zu einer öffentlichen Anhörung. Ich konnte den Abgeordneten 10 Minuten die Vorteile des bedingungslosen Grundeinkommens darstellen. Ich habe gesagt, dass ich es mir wünsche, dass wir uns allen gegenseitig eine finanzielle Basis gewähren, die jeden von uns trägt, egal was passiert. Und dass mir keiner reinredet, was ich mit meiner finanziellen Basis mache. Ob ich sie nehme, um mich selbstständig zu machen, ob ich eine Pause einlege in meinem Leben. Bedingungslos eben, eine bedingungslose Basis.
ob ich früher in Rente gehe, ob ich nachher wieder anfange zu arbeiten. Es ist meine Entscheidung. Und ich habe einfach tief begriffen, so möchte ich leben. Ich möchte diesen finanziellen Rahmen, den sowieso jeder zum Leben braucht. Es braucht sowieso jeder 1000 oder 1500 Euro, damit das hier überhaupt klappt. Ja, das können wir uns doch um Himmels Willen bedingungslos gegenseitig gewähren. Ohne Stress, ohne diese Angst. Ja, fülle ich dann jeden Zettel richtig aus, dass ich dann auch irgendwie eine Grundsicherung kriege oder Hartz IV oder... Wieso um Himmels Willen machen wir uns diesen Stress gegenseitig? Wieso machen wir es uns nicht gut? Und das habe ich versucht, ganz grundsätzlich eben auch mit diesen Aspekten der Rationalisierung, der Automatisierung, dass eben Erwerbsarbeitsplätze weniger werden, dass es nötig ist, dass wir uns was Neues überlegen oder dass es an der Zeit ist. Das habe ich dargestellt und dann, ich habe auch immer so gesehen, manche lasen unsere Akten und dann gab es also, wurden Fragen an mich gestellt. Manche Abgeordnete hatten Probleme, den Begriff bedingungsloses Grundeinkommen zu wissen oder auszusprechen. Die mussten nachgucken. Wie heißt das nochmal, worüber die Frau da geredet hat? Also ich dachte, die sind ja wirklich schlecht vorbereitet, gar nicht so interessiert an dem Thema. Manche schon, manche nicht, das war unterschiedlich. Und ich habe dann am Schluss, da kam sowas, als ob ich diese Abgeordneten überzeugen möchte. Sowas schlug mir da entgegen, so ein Bild. Und dann habe ich gesagt, ich möchte sie nicht überzeugen vom bedingungslosen Grundeinkommen, ich möchte sie informieren. In der Bevölkerung wird über dieses Thema gesprochen. Ich möchte diesen Impuls in den Bundestag tragen und ich habe es jetzt getan. Und dann sprechen wir hier alle weiter über dieses Thema. Und wenn wir es mehrheitlich wollen, dann beauftragen wir Sie, liebe Volksvertreter, mit der Umsetzung. Also ich habe einfach mein Demokratieverständnis dort gesagt. Wir Bürger beauftragen Politiker. So läuft das. Und diese Petition, das wurde mir eben im Mache dieser Petition, ich war ja mit dem Ding 2 Jahre intensiv beschäftigt, wurde mir klar, um Himmels Willen, das ist eine Bitte. Petition heißt Bitte. Da bin ich bescheuert. Also das ist zwar das Einzige, was es gibt und das kann man jetzt ruhig auch mal nehmen. Ja, also gibt ja nichts anderes. Aber der Souverän sind wir, jeder von uns. Und eine Petition ist, finde ich, ein uraltes Ding. Das ist die Bitte eines Untertanen an den Herrscher. Oder sowas in der Art. Ja? Also falsches Werkzeug. Also ich bitte mich doch nicht selbst. Der Souverän bittet doch nicht den Souverän. Das stimmt einfach nicht mehr, diese Petitionsform. Und dann dachte ich, der Souverän bittet nicht, also ich, sondern ich kann doch gleich gestalten, entwickeln, entscheiden und verwirklichen. Das sind doch Mittel, die ich als Mensch einfach habe. Ich bin doch nicht, bin ich bekloppt und bitte quasi mich selbst. Also damit würde ich eigentlich normalerweise keine Zeit verlieren, ne? Mich zu bitten, ich würde anfangen. Und da wurde mir klar, weil ich war schon Politik interessiert, aber nicht engagiert, ne? Bevor ich das mit der Petition gemacht habe. Da wurde mir klar, was hier fehlt. Dass hier Mittel und Werkzeuge, Instrumente fehlen, wie wir unseren Willen in Realität umsetzen können, ohne irgendjemand zu bitten. Die einzige Voraussetzung ist, dass wir miteinander sprechen, dass wir rauskriegen, was wir wollen, dass wir hören, welche Bedenken es gibt und dass wir zusammen etwas entwickeln, dass wir was erarbeiten. Und die Frage, die für mich hinter dem Grundeinkommen steckt, ist die Frage, wie wollen wir zusammenleben? Das ist einfach die Frage, die ich immer wieder raushöre, die habe ich auch im Bundestag gesagt, dass das für mich die Frage ist, die ich gerne mit vielen anderen Bürgern bewegen möchte. Und diese Frage, die sich für mich hinter diesem Impuls Grundeinkommen verbirgt, also wie wollen wir hier zusammenleben?
Das ist eine unglaublich aktivierende Frage. Weil, wenn ich die anderen Bürgerinnen stelle und Bürgern oder auch mir, am Anfang ist oft so ein Erstaunen, ja wieso, wieso soll denn das ich sagen, wie ich hier leben will? Hört doch eh keiner. Mich fragt doch gar keiner. Sag ich doch, doch, also das interessiert mich, weil wir sind die Demokratie, also wie wollen Sie leben, wie wollen Sie leben, wie wollen Sie leben? Also das ist unglaublich spannend, was dann da alles kommt. Und dann kommt manchmal so eine Diskussion in Gange, wie wollen wir leben? Ja, und dann kriegen wir, angenommen, wir kriegen dann raus, wie wir leben wollen. Dann gehen wir nach Hause, sagen, so, jetzt weiß ich, wie ich leben will und jetzt warte ich, bis das vom Himmel fällt oder wie. Also, wenn diese Diskussion, die bei mir das Grundeinkommen initiiert hat, wie wollen wir zusammen leben, wenn ich das ernst nehme, wenn ich mich ernst nehme, dann gehe ich dann nicht nach Hause, wenn ich weiß, wie ich leben will, sondern dann suche ich weiter und wie setze ich das jetzt um? Wie bringe ich das in die Wirklichkeit zusammen mit allen anderen? Kann am Ende auch ganz was anderes rauskommen, ne, als ich wollte. Aber ich bin unglaublich an diesem Prozess interessiert, dass wir zusammen die Frage bewegen, wie wir leben wollen, wie das hier sein soll. Und dass das eine Frage ist, ich finde, da zählt jede Stimme. Jede einzelne Stimme, die sagt, ich möchte es so, ich möchte es so, ich möchte ein Grundeinkommen von 1500, ich möchte eines von 800, ich möchte eines von 1000 und ich möchte gar keins. Ne? Das. Und dann gilt es, das daraus was zu entwickeln. Wie das geht, weiß ich auch nicht richtig. Aber so wie es jetzt ist, so interessiert mich das auch nicht. Also ich finde es unglaublich wichtig, dass wir die Instrumente Volksinitiative, Volksentscheid, Volksabstimmung, ne, als Überbegriff, dass wir das entwickeln und nutzen. Und ich bin auf die Idee gekommen, weil ich habe ja das Gefühl, unsere Demokratie ist ja eigentlich fest in Parteienhand. Da ohne Partei geht gar nichts. Es ist eine Parteiendemokratie, ist mein Eindruck. Und ich mag das überhaupt nicht. Und dann hatte ich die Idee, mal so zwischendurch, also seit ich damit angefangen habe, kommen immer mehr politische Ideen. Da kam die Idee, Mensch, wenn ich jetzt was bewegen möchte politisch, wie kann ich das machen mit den Mitteln, die wir jetzt haben? Partei. Inhaltliche Arbeit passiert in Parteien. Die präsentieren dann ihre Ergebnisse und ich als Wähler kann sagen, ich nehme das Paket, das, das oder das. Ich stehe außen und bei der Wahl gebe ich irgendeinem dieser Gesamtpakete inklusive Liste, wer kommt in den Bundestag und wer nicht, meine Stimme. Und da habe ich gemerkt, das gefällt mir auch nicht mehr. Ich möchte inhaltlich in vielen Parteien mitarbeiten, weil es geht mir nicht um Partei, es geht mir um das Thema. Es geht mir um mir persönlich um das Thema bedingungsloses Grundeinkommen, um das Thema direkte Demokratie, was so hinzugekommen ist. Und also ich möchte themenzentriert arbeiten und unser Parteiensystem gibt das eigentlich nicht her. Und dann habe ich Anträge an alle im Bundestag vertretenen Parteien gestellt. Sie mögen mich doch bitte aufnehmen, damit ich inhaltlich mitarbeiten kann. Und da kam dann, ja, sehr gerne, aber nur bei uns. Also so, als könnte man Geheimnisse ausplaudern oder ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall ging das nicht. Haben sie mir verschiedenste Erklärungen, warum es nicht geht, von allen Parteien habe ich bekommen. Bloß die Piratenpartei hat getwittert, willkommen an Bord, Susanne. Okay. Und dann dachte ich, okay, da bin ich jetzt im Boot. Ne? Und die haben nichts gegen Doppelmitgliedschaften. Und ich kann auf diese offene Art, wie ich es möchte, nämlich themenzentriert arbeiten. Und ich habe dann gesagt, okay, jetzt bin ich da in dieser Parteienkiste, eigentlich nur, um sie zu überwinden. Das kann man von außen, das kann man von innen, das ist ziemlich egal. Also ich habe da keine Berührungsängste und bin jetzt das ist die neueste politische Entwicklung, auf Listenplatz 1 der Landesliste Mecklenburg-Vorpommern gelandet. Und wenn die Piraten 5% haben, sitze ich mit meiner Position, die da immer noch liegt, im
was ich mir wirklich wünsche, und ich finde, also das wäre, da habe ich schon drüber, also denke ich manchmal drüber nach, ich fände es sehr schön, wenn wir mit einer, ja, mit einem Volksentscheid das bedingungslose Grundeinkommen hier einführen. Das ist für mich sind zwei Sachen, die gehören wirklich zusammen. Ich möchte kein Grundeinkommen von einer Partei. Ich möchte ein Grundeinkommen, was wir selbst entwickeln. Und dafür brauchen wir Volksinitiativen.